CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben heute die Aktuelle Stunde zum Thema im Nahen Osten. Und wenn man heute die Tageszeitungen, die Medien anschaut, dann ist sie aktuell. Es sind zwei Bilder, zwei Berichte, die uns heute begleiten durch den Tag. Das ist einerseits die Rückkehr von Hariri in den Libanon und das andere ist die Umarmung, von Assad durch Putin. Also aktueller geht es nicht, meine Damen und Herren, um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und darum ist es auch wert, dass der Deutsche Bundestag sich damit auseinandersetzt und darum ringt, wie die Interessen Deutschlands in der Welt zu vertreten sind und was unsere gemeinsamen Ziele sind. Die USA sind seit einiger Zeit, schon längerer Zeit, auf den Rückzug in dieser Region. Und in dieses Vakuum ist der bereits von mir zitierte Putin, ist Russland, zu denen ja manche Gruppierungen auch hier durchaus Kontakt suchen, gegangen. In den Iran, nach Syrien, nach Ägypten, in den Libanon. Und er hat seine Einflusssphäre dort ausgedehnt. Vielleicht ist ja das die Alternative für Deutschland, dass Russland dort mehr Einfluss bekommt. Die Regionalmächte sind unkalkulierbarer geworden in den letzten Jahren. Sie sind nicht mehr kalkulierbar. Sie ziehen sich zurück von den Leuten, die bisher mit ihnen in Kontakt waren. Wir haben es im Jemen erlebt. Und sie instrumentalisieren die Gruppierungen in den Ländern für sich. Und der Libanon, der bereits erwähnt wurde, ist gerade ein aktuelles Beispiel dafür. Der Libanon, meine Damen und Herren, der bisher dafür steht, ein Staat zu sein, der in der Frage Syrien, in den Konflikten einigermaßen neutral ist, der es geschafft hat, zwischen den verschiedenen Konfessionen ein ausgewogenes System zwischen Sunniten, Schiiten und Christen, der wird zurzeit instrumentalisiert für Machtspiele. Und wenn der Libanon kippt, wenn dieses Gleichgewicht aufhört zu sein, meine Damen und Herren, dann entsteht dort ein neues, ein zusätzliches Pulverfass, wovon wir uns in Europa und in Deutschland dann nicht distanzieren können und sagen, geht uns nichts an. Natürlich werden wir die Einflüsse dieses Konfliktes auch hier spüren. Und darum ist es dringend notwendig, dass wir hier entsprechend uns einbringen und eine Suggerierung wie in einem der Redebeiträge, wir können in der Welt nichts richten und das, was in der Welt passiert, wird uns nicht beeinflussen. Nach dem Motto, wenn es in der Nachbarschaft von Europa brennt, werden wir es schon hinkriegen, es wird sich nicht auswirken. Das ist, meine Damen und Herren, ein Ansatz, der die Interessen Deutschlands in der Welt und in Europa nicht gerecht wird. Und darum ist es dringend notwendig, kurzzeitig, schnellstmöglich im Libanon für Stabilität zu sorgen, dass eben dieses Land nicht kippt. Und dass zwischen den Interessen, es wurde der Iran genannt, es wurde Saudi-Arabien genannt, alles Diplomatische, und da möchte ich dem ersten Redner, dem Vorsitzenden Norbert Röttgen, ausdrücklich zustimmen, dass wir im Dialog bleiben, und zwar mit allen, und mit allen auch gleich kritisch umgehen. Bei dem einen oder anderen Formulierung habe ich den Eindruck, seit dem einen oder anderen Abkommen, das sind die Good Guys und das sind die Bad Guys, wenn ich es überspitze. Nein, beide Gruppierungen im Nahen Osten, und über die Türkei wurde noch gar nicht geredet, tragen erhebliche Verantwortung für dieses Chaos, das dort entstanden ist. Und wir müssen schauen, dass wir Bündnispartner finden in dieser Region. Bündnispartner wie zum Beispiel ein Staat Ägypten, der die Region ein Stück weit aus einer früheren Geschichte aus betrachtet, der uns vielleicht helfen kann, zwischen den verschiedenen Gruppierungen zu vermitteln. Die Initiative von Macron auf der einen Seite und von Deutschland sollte dazu führen, dass wir auf Europäer in dieser Region mit einer Stimme sprechen, wenn wir es schaffen, europäische Interessen, das sind unsere Nachbarn, ernst zu nehmen. Und das ist mein letzter Appell. In der Diskussion um diese Region nur zu sagen, da ist was schiefgelaufen, wir können es nicht beeinflussen, die Welt wird sich dann schon von selber richten, das ist das Fatale. Und wir müssen diese Region mit ihren Menschen, die dort sind und die hierher kommen, wir müssen sie verstehen, um mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen und zu finden. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und als nächstes Nils an den